Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Frohes neues Jahr. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei uns auf dem YouTube-Kanal. Und Freunde, ihr wisst, wenn ich an diesem Tisch sitze, dann habe ich was zu sagen. Und das ist jetzt auch der Fall. Ja. Grundsätzlich dreht sich dieses Video um unsere Strategie für 2021. Corona ist allgegenwärtig und letztes Jahr hat es uns nicht nur einmal einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und wir möchten so gut wie es geht vorbereitet sein. Und wir möchten euch einfach auch mitnehmen, möchten transparent euch vermitteln, was sind unsere Pläne? Wie gehen wir an die ganze Sache ran? Ja, dafür jetzt das Video. Und ich fange einfach mal an, denn die meistgestellteste Frage ist, oder die zweitmeistgestellteste Frage nach, findet die Dark Emergency statt, ist, was passiert, wenn sie nicht stattfinden darf? So. Und natürlich haben wir uns dazu Pläne gemacht. Ich habe leider keine Glaskugel im Keller. Das heißt, ich weiß nicht, was jetzt beschlossen wird seitens der Bundesregierung. Ich habe zwar Tendenzen, aber ich werde mich jetzt hier auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Vom Grundsatz her steht der Termin, es stehen alle Termine für dieses Jahr. Link haue ich euch unten rein, die seht ihr in unserem Eventkalender, die Termine. Und wir haben auch schon Mission 24 Karten online, OP Chernobyl, Secret of Pripyat Karten online und Dark Emergency Karten online. Ja? Habe ich was vergessen, Justin? Nee, ne? Stimmt, ASMC, Earth of Days Karten sind auch online. So. Und Freunde, also jetzt einmal zu unserer Strategie oder so grundsätzlich, wie wir uns das denken, was wir vorhaben und wie wir reagieren werden, wenn denn ja, der Fall eintritt, dass zum Beispiel die Dark Emergency nicht stattfinden darf, ja, wovon wir aktuell absolut nicht ausgehen. Und wir haben, und das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, letztes Jahr auch unter Beweis gestellt, dass wir auch in einer Pandemie in der Lage waren, die Dark Emergency zu fahren, ja. Es gab nicht viele Events 2020, aber es gab die Dark Emergency. Wir haben ein weit umfassendes Hygienekonzept ausgearbeitet, wir haben es vorgelegt und es wurde für gut befunden und es hat auch alles funktioniert. Ja? Das mal vorweg, aber wie gesagt, niemand weiß so wirklich, was jetzt so noch dieses Jahr auf uns zukommt. Wir haben so eine Grafik vorbereitet für euch und ich habe die jetzt auch vor mir liegen und das gehen wir jetzt mal gemeinsam durch. Wir wollen es ein bisschen, ich sag mal, nutzerfreundlich machen, damit auch jeder wirklich versteht, ne? Was will der Link uns sagen. Du hast ein DE-Ticket, so, ne? Dann ist ja auch erst der Fall für dich interessant, was passiert denn jetzt, wenn die DE nicht stattfindet, ne? Das heißt, du hast dieses Ticket oder du kaufst jetzt dieses Ticket und dann findet die DE statt wie geplant und alles ist gut. Das Video könnte an dieser Stelle zu Ende sein, ne? Sollte aber der Fall eintreten, dass die DE verschoben wird, denn abgesagt wird sie nicht, ja, also es kann halt höchstens sein, dass es wieder irgendwie eine Lockdown-Phase gibt wie jetzt, wovon, wie gesagt, wir eigentlich nie ausgehen, aber sollte es so sein und die Dark Emergency wird verschoben, gibt es bereits einen Ausweichtermin. Der Ausweichtermin fällt auf unseren regulären OP Chernobyl-Termin. Dafür gibt es auch noch gar keine Karten im Shop, denn wir warten genau das ab. Tritt das Szenario ein, dass wir bis zum 1.4. entscheiden müssen, die Veranstaltung wird verschoben, dann würde sie auf den 23. September bis zum 26. September fallen, also dem regulären OP Tschernobyl-Wochenende. Diese würde dann auch wieder verschoben werden. Wie gesagt, dafür gibt es nicht ohne Grund noch gar keine Karten, denn wir wollen nicht, dass da große Verwirrung herrscht oder dass es jetzt Karten zu kaufen gibt, obwohl der Termin noch nicht fix ist. Ja? Das ist quasi der Master-Ausweichplan. Was passiert dann? Du hast Zeit und kannst den Ausweichtermin wahrnehmen, dann ist alles Roger, dann hat dein Ticket der Dark Emergency 9 ihre Gültigkeit und du kannst ganz regulär zum Ausweichtermin kommen, wie auch in diesem Jahr. So, solltest du keine Zeit haben und kannst diesen Ausweichtermin nicht wahrnehmen oder du willst den Ausweichtermin nicht wahrnehmen, dann könnt ihr euer Ticket zurückgeben, habt ihr zwei Optionen, entweder ihr kriegt eine Gutschrift, also kriegt euer Geld zurück, oder aber ihr unterstützt weiterhin die Ersthotellen und fordert einen Gutschein an, dann könnt ihr den wieder einlösen gegen nächste Veranstaltung im 2022 oder auch noch in diesem Jahr. Gut, so viel erstmal zu der Strategie, was ist wenn, ja. Vom Grundsatz her sind wir natürlich auch jetzt ein bisschen besser vorbereitet auf die ganze Geschichte. Soll heißen, im letzten Jahr hatten wir das ganz, ganz, ganz große Problem, dass Corona uns ja wirklich alle überrascht hat. Ja, auf einmal hieß es irgendwie Lockdown, auf einmal hieß es Verbote, Verbote. Wir hatten alles geplant für das Mai-Event, also für die Dark Emergency 8 und dementsprechend auch externe Unternehmen beauftragt. Ja, das hat alles Geld gekostet. Ne? Das hat uns ja auch richtig reingerissen. Das haben wir euch ja auch, oder ich habe es euch ja in dem Video auch schon mal gesagt. Da sind wir jetzt ein bisschen besser vorbereitet. Das heißt, wir haben zwar mit allen externen Dienstleistern schon gesprochen, aber nichts irgendwie verbindlich gebucht für den Mai. Es ist halt quasi alles ready, aber auf Standby, sodass wir uns da nicht in Unkosten stürzen und einfach dann besser dastehen, sollte denn die Veranstaltung verschoben werden müssen. Wie gesagt, ich möchte auch nochmal jetzt darauf hinweisen,
Wir sind alle sehr guter Dinge, dass sich die ganze Situation lockert. Es wird jetzt geimpft. Der Lockdown ist noch andauernd, wird wahrscheinlich auch noch ein bisschen laufen. Aber wir reden ja wirklich davon, dass wir im Mai dann die Dark Emergency erwarten. Und ich bin da sehr guter Dinge. Aber wir sind vorbereitet. Und das sollte die Care-Message dieses Videos sein. Also wenn ihr noch Fragen habt, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Ansonsten, Freunde, ich freue mich wirklich auf wieder ein tolles Airsoft-Jahr nach dieser Flaute im 2020. Schauen wir gemeinsam in ein neues Airsoft-Jahr. Freunde, bereitet eure Gear vor, putzt nochmal die Läufe durch, denn dieses Jahr wird ordentlich rausgeballert. Also ich freue mich massiv drauf. Und die Hellenhalle, die ist auch auf Standby. Wir sind ready to rock und jetzt muss nur noch diese ganze Pandemie-Scheiß mal ein Stück zur Seite geschoben werden, damit wir vorbei können. Also in diesem Sinne, haut rein. Liebe Bürgerinnen und Bürger, die Pandemie hat Deutschland noch stark im Griff und es ist nun an Ihnen, dass wir gemeinsam die Bundesrepublik Deutschland zur Dark Emergency begleiten. Mir ist wohl bewusst, dass Sie nicht wissen, was geschehen kann, wenn denn die Dark Emergency in dem kommenden, in diesem Jahr nicht stattfinden kann. Und um 2021 zu überstehen, benötigen wir Ihre Unterstützung. Bitte halten Sie Abstand zu anderen Airsoft-Veranstaltungen und kaufen Sie Tickets jetzt hier unten, ist der Link. Schauen wir gemeinsam in ein neues Airsoft-Jahr 2021. Leute, macht die Waffen ready. Nein, das kann ich nicht sagen. Okay.